Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Und wir reden über das Laden von Funktionen. Eigentlich wollen wir Funktionen oder Methoden. Entschuldigung, jetzt sage ich schon wieder Funktionen. Das ist, weil ich ein Kind meiner Zeit bin. Methoden wollen wir überladen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich das groß angekündigt. Ja, da schreiben wir einfach die gleichen Methodennamen und so weiter. Und es geht nicht. Super. Lehrer. Stimmt nur teilweise. Denn eigentlich hat so ein C-Sharp-Programm eine ganz andere Struktur, wie Sie kennen. Ja? Wir verwenden eben dieses SDK 6.0. Da haben wir das gar nicht braucht. Ja? Da haben wir einfach losgelegt. Da haben wir einfach reingeschrieben, Console, Write Line, irgendwas, grüß euch, wie geht's euch? Oder wir haben einfach drauf losprogrammiert, ohne uns um irgendetwas zu kümmern. Aber in Wahrheit ist da eine ganze Struktur rundherum. Also eine ganze Struktur. Was das für eine Struktur ist, möchte ich kurz erklären. Also es gibt da am Anfang von so einem C-Programm schreiben wir Using-Anweisungen. Ja? Also Using. Und auch hier gibt es ja diese impliziten Usings. Wenn wir diese impliziten Usings nicht hätten, müssten wir alles Mögliche, zum Beispiel System, müssten wir schon usen. Ja? Das wird implizit geused für uns. Das bleibt doch, wenn wir sich die Struktur machen. Ja? Using, System, Punkt Collection, Punkt generic. Da gibt es ein paar so Anweisungen. Okay? So Using-Anweisungen, die man üblicherweise hineinschreibt. Wie gesagt, wir haben das implizite Using. Wir haben ja auch bei einer Array-List haben wir auch eine explizite Using-Anweisung machen müssen. Die schreibt man normalerweise oben hin einfach. Ja? Und dann geht es eigentlich einmal los mit Namespace. Namespace. Was ist jetzt ein Namespace? Ein Namespace ist ein Namensbereich, Namespace, ja, in dem die aktuelle Applikation stattfindet. Ja. Weil systemweit, wenn wir jetzt zum Beispiel Windows hernehmen, da laufen ja viele Programme parallel. Stellen wir es uns so vor, es laufen viele Programme parallel und vielleicht gibt es irgendwo eine Variable, die genauso heißt wie unsere Variable. Dann kennt man sie ja nicht aus. Ja? Deswegen schmeißt man, kapselt man solche Programme in einem Bereich, ja, und sagt, der Variablenname, der eigentliche Name der Speicherstelle, ist dieser Namespace und dann nur der Variablenname. Und dann ist schon sehr unwahrscheinlich, dass der Namespace und Variablenname gleich sind. Üblicherweise verwendet man für diesen Namespace nämlich die Projektname. Ich schreibe dahin Projektname. Muss aber nicht sein. Normalerweise macht man es. Also wenn es unser Projekt wie ArrayTest heißt, glaube ich, ArrayTest, dann würde es Namespace ArrayTest heißen. Das ist eine gute Idee. Und da machen wir geschwungene Klammer auf. Dann sind wir mal im richtigen Namespace für unsere Applikation. Und weil wir eine objektorientierte Programmierung haben, ist unser Programm eine sogenannte Klasse. Okay? Class. Und die Class ist ein Programm. Program. Okay? Also das hier kapselt die Namen von Variablen und Methoden in einen Bereich. Hm?
Und das hier, das ist die Objektklasse. Programms. Also wir sagen, unser Programm ist kein Programm, sondern ein Objekt. Das Objekt ist eine Vorstellungshilfe. Ja? Das ist kein Programm, sondern sagen, ja, es ist ein Objekt und zufällig ist auch der Programm drin. Deswegen programmieren wir die Klasse Programm. Da ist es drin. Ja? Und innerhalb einer Klasse gibt es sogenannte Methoden. Okay? Und da kann es verschiedene Methoden geben. Ja, Methoden, jetzt sind wir schon langsam dort. Ja? Es gibt ja Methoden, da haben wir gesagt, okay, die rufen wir auf und so weiter. Und eine Klasse besteht eigentlich aus einer Ansammlung an Methoden und ich muss wissen, wo ich anfange. Ja, wo fange ich denn an? Ja, wie hat denn eine Methode ausgesehen? Da haben wir zuerst geschrieben Static. Ja. Und dann haben wir einen Typ gegeben. Der Typ, der ist da in diesem Fall Void, weil diese Hauptmethode, die liefert nichts zurück, ja, da gibt es nichts. Ja. Und wie heißt diese Hauptmethode? Wie würden wir eine Hauptmethode nennen? Main. Ja, Main. Das ist die Methode, die aufgerufen wird, wenn das Programm startet. Gell? Wenn das Programm startet, wird zuerst einmal das Programm als Objekt kreiert und dann wird die Methode Main aufgerufen. Ja. Und da gibt es dann noch eine Übergabeparameter, die ist vom Typ Strings, ist ein Array und der Name da heißt Args. Ja. Was soll das jetzt wieder heißen? Das sind Argumente. Wenn ich ein Programm aufrufe, ja, brauche ich nicht unbedingt eine schreiben, brrt, den Programmnamen, Enter, sondern ich kann auch eine schreiben, den Programmnamen, Abstand, irgendwas, Abstand, irgendwas, ich kann den Argumente angeben und die finde ich da drinnen nachher. Okay? Schauen wir sie vielleicht noch an. Geschwungene Klammer auf. Und jetzt sind wir dort, wo wir eigentlich immer angefangen haben zu programmieren. Ja? Da geht's ab. Da drin ist das Programm. Das ist die Methode, die zu Beginn aufgerufen wird. Da drin sind wir. Ja, also da haben wir zum Beispiel geschrieben, die verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel das console.writeLine. Klammer auf, Kries, Enk, so wie was, ja, und so weiter. Da programmieren wir, hier programmieren wir, was wir wollen. Und genau das, da haben wir angefangen eigentlich. Ja? Da haben wir angefangen, da machen wir zu, ja? Dann machen wir, irgendwann ist die Methode Main aus, ja? Da haben wir angefangen. Und jetzt ist hoffentlich klar, ich kann zwar innerhalb einer Methode Methoden definieren, aber die müssen dann eindeutig sein. Wenn ich die Methoden außerhalb definiere, außerhalb vom Main, da habe ich ja gar keine Chance gehabt. Ja? Da habe ich keine Chance gehabt, ich war ja schon in Main drinnen. Wenn ich die, dann geht das Überladen auch. Ja? Das heißt hier, drüber, darunter ist eigentlich egal, ja? Haben wir noch andere Methodenplatz. Da programmieren wir. Innerhalb der Klasse Programm gibt es noch andere Methoden. Dann ist irgendwann die Klasse aus, dann ist irgendwo der Namespace aus und dann ist fertig. Okay? Ob ich die andere Methode jetzt drüber oder drunter schreibe, mir gefällt es oben besser. Aber wurscht. Ja. Egal. Ja. Viele Sachen sind Konventionen. Also hier passiert das eigentliche Quellcode.
eigentlichen Hauptprogramms. Und genau das haben wir gesehen. Genau das. Wir haben also nur diesen Ausschnitt gesehen. Das Außen rundherum ist uns alles von diesem .NET SDK, .NET Plattform, dazu gedacht worden. Auf das haben wir uns nicht kümmern müssen. Sind wir aber angerannt, gell? Sind wir angelaufen und jetzt probieren wir das aus, ob das tatsächlich so ist, wenn ich diese Methoden von da drinnen da rausziehe, ja, ob auch das dann tatsächlich funktioniert mit dem Überladen und so weiter. Jetzt bauen wir unser Programm um mit den Sachen. Das machen wir im nächsten Video. Ja, setzen wir sie wieder zum Computer und schauen, ob ich jetzt keinen Blödsinn erzähle. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.